So, ich grüße Sie. Hallo, wer ist da? Grüße Sie, Heinrich. Mein Name ist Flinnermeier. Und ich melde mich wegen dem Schreiben, das wir Ihnen für das große Jackpot-Finale zugeschickt haben. Haben Sie das Schreiben über das große Jackpot-Finale erhalten und durchgelesen? Von wem denn? Lotto 6, Ausstellung 4. Ich bin die größte deutsche Gewinnspielzentrale in Ich Deutschland. kann Sie gar nicht verstehen. Sie sprechen viel zu schnell. Oh, tut mir leid, tut mir leid. Ich kann es wiederholen, gar kein Problem. Nochmal was bitte? Also, mein Name ist Flynn Neumeier. Und ich melde mich wegen dem Schreiben, das wir Ihnen für das große Jackpot-Finale zugeschickt haben. Haben Sie das Schreiben erhalten und durchgelesen? Nee, wann denn? Innerhalb von 4 bis 7 Tagen. Naja, wenn das erst in einer Woche kommt, dann kann ich das ja noch gar nicht gelesen haben. Anna, vor 4 bis 7 Tagen haben Sie es erhalten. Sie hätten es wahrscheinlich bekommen Ach sollen. so, nee, bei mir ist nichts angekommen. Okay, wenn Sie es noch nicht erhalten haben, dann auf jeden Fall, okay, dann ist ja gut, dass ich mich noch bei Ihnen melde, denn Ja, Sie ja. bleiben wissen, wir aus der deutschen Gewinnspielzentrale losen jedes Jahr 200 Bürger aus ganz Deutschland aus, damit sie im großen Jackpot-Finale mit Gewinngarantie mitmachen können. Oh, Und ja, Sie davon mal. dann ist ja gut, Ach, dass Sie wieso? angerufen haben. Das hätte ich ja verpasst. Selbstverständlich. Okay, also Sie wollen von der Seite ausgelost, damit Sie im großen Sie Jackpot-Finale mit reden einer viel Gewinn. zu schnell. Ich kann Ich nichts werde. verstehen. Ja, ich werde langsamer reden, tut mir leid. Wenn es Ihre. Ist das Ihre persönliche Telefonnummer, wo ich gerade anrufe? Gehört diese Telefonnummer Ihnen persönlich? Meine Wohnung, nee, die ist nur zur Miete. Okay, aber diese Telefonnummer, wo ich jetzt gerade anrufe, gehört diese Telefonnummer Ihnen persönlich? Haben Sie jemanden, der richtig Deutsch sprechen kann? Ich kann Sie gar nicht verstehen. Ist nicht böse gemeint. Ich kann gut Deutsch sprechen, aber vielleicht rede ich etwas schneller. Wie bitte? Ich kann das wiederholen. Ist das Ihre persönliche Telefonnummer, wo ich gerade anrufe? Ja, Gehört natürlich, diese. sonst würde ich da doch nicht dran gehen. Ja, es könnte auch die Telefonnummer von Ihrem Arbeitgeber sein, oder? Ich bin Verstehen Sie über diese Frage? 70, ich arbeite nicht mehr. Okay, in Ordnung. Auf jeden Fall. Wenn es Ihre Telefonnummer ist, dann auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch von meiner Seite für das Finale. Also meine Aufgabe wäre es heute für Sie, die Unterlagen vorzubereiten, damit Sie das alles so schwarz auf weiß innerhalb der nächsten 4 bis 7 Tage halten. Also lieber Herr Heinrich, Nee, das fragen Sie Heinrich ist alle. der Vorname. Ja? Wir sind hier Hinterotter. Hinterautar, genau. Hinterotter. Also Heinrich Hinterotter. Ja. Lieber Hinterotter. Lieber Herr Also mal. Hinterautar, bitte. Wir sind hier nicht beim Du, ne? Ach, habe ich so gesagt, tut mir leid. Also lieber Herr Hinterotter. So Also ist mal besser. angenommen. Ja, das war schon, tut mir leid. Und mal angenommen, Sie kracken den Jackpot in Höhe von 120 Millionen Euro. Welchen Wunsch würden Sie sich damit erfüllen? Dann kaufe ich Twitter. Wie Elon Musk. Ja, genau. Nee, keine Dann habe ich. Ahnung. Du würdest mir ein Haus kaufen für meinen Enkelsohn. Okay, das ist eine schöne Sache. Ein schönes Haus für den Enkelsohn. Okay, Und was sehr würden gerne. Sie Also. damit machen? Vielleicht haben Sie ja noch eine bessere Idee. Ich würde mir gerne wahrscheinlich einen BMW kaufen und mal die Welt reisen. Also eine Weltreise würde ich Ja, unternehmen. Weltreise ist auch schön, ne? Nur nicht Welche nach Länder würden Nord. Sie gerne besuchen? Also ich würde mal gerne Nordkorea besuchen. Oh. Ja, das Regime ist da etwas streng, aber Ja, das ist selbstverständlich. ja, Ich hätte auch ich gerne. will da ja nicht wohnen, ich will mir das ja angucken, ne? Wie die Menschen dort leben, in einer Diktatur. Nein, ich weiß, dass es gibt viele Menschen, die dort also als Touristen kommen, also. Ja, deswegen, ich würde da schon gern mal schauen, ne? Dass man das halt mal selber gesehen hat und so, ne? Ja. Ich hoffe nicht, dass Sie so wie Otto Wombi jetzt da sind, also wenn Sie wissen, wer das Na, ist. ja, das, der hat ja da die Propagandaplakate geklaut. So blöd wäre ich ja Ja. nicht, ne? Und noch als Amerikaner dorthin zu gehen, da muss man wirklich. Ja, das war schon sehr mutig, um's freundlich auszudrücken. Ziemlich bewohnt sich, ja, auf jeden Ja, Fall. auf jeden Fall. Okay. Also einfach nur, also würden Sie würden gerne nach Nordkorea gehen, um zu sehen, wie die Menschen dort leben. Ja, Okay. das will ich mir auf jeden Fall mal angucken. Und dann würde ich mir Okay. wahrscheinlich eine Insel kaufen und da in Ruhe mit den Schimpansen leben.
Mit den, okay, in Ordnung. Oder mit den Elefantenschildkröten, weil die sind ja ein bisschen ruhigere Zeitgenossen. Ich mag das nicht, wenn es immer so aufgeregt ist überall. Ich habe am liebsten so meine Ruhe, ne? Das war eine Insel, okay. Ja, ja, das ist auch eine schöne Idee. Aber da mache ich mir Gedanken drüber, wenn es denn so weit kommen sollte. Selbstverständlich. In Ordnung. Also, lieber Herr in Totter, also ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen für einen extra hohen Gewinn. Und ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen für einen extra hohen Gewinn. Und dass ich Ihre Wünsche auch kurzfristig verwirklichen kann. Und ich hoffe, Sie vergessen mich nicht. Also wenn Sie eine Million gewinnen oder mehr, also ein Kaffee auf Ihre Rechnung reicht schon aus. Also wenn ja, Sie ich nehme Sie mit nach Pyongyang. Genau, also, dann Kim Jong-un besuchen. Ja, ja, vielleicht geht er mit uns einen Kaffee trinken. Der ist ja scheinbar einer guten Küche nicht abgeneigt, das Dickerchen. Das wäre schon eine coole Erfahrung, mit ihm Kaffee zu trinken. Auf jeden Fall. Das ist halt die Frage, also ich kann ja kein Koreanisch, aber der hat ja, glaube ich, in der Schweiz oder in Österreich ist er ja zur Schule gegangen, da kann der mit uns ja reden, ne? Ja, nehm ich mal, also die fünf ersten 10, 12 Jahre oder so, ja, das Kind hat ja da gelebt. Ja, ja, in der Zeit lernt man das ja aber gut, ne? Ja, klar hat das verlernt. Amerikaner, wenn sie Millionen hätten, hätte sie auch genug Geld, um meine Besetzer zu bezahlen, also das wäre kein Problem. Um was zu bezahlen? Einen Übersetzer zu bezahlen. Ach so, ja, den können wir dann ja mitnehmen. Der ist ja sowieso dabei. Da gibt es ja immer so einen Tourguide. Das kann man sich auf YouTube ja angucken, wenn Leute da, sag mal, Urlaub machen. Selbstverständlich. Da gibt es ja einen, ich muss jetzt gerade mal überlegen, wie der ist ja auf jedem Land der Welt gewesen. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen von dem. Jetzt habe ich es. Ja, Drubinski, das ist auch ein Amerikaner, der ist ja auch gewesen. Ja. Ein ganz klasse würde ich Mensch. Ihn kennen, wenn ich sein Gesicht sehen würde. Also. Ja, das ist so ein Rotzopf, ne? So ein ja, hagerer okay, Kerl. Ja. Engländer? Also nee, ein Amerikaner. Amerikaner, okay. Ah, ja. Ja, ja. Aber das ist ja das Gleiche im Prinzip, ne? Ja, ja. Die Eule, ja, okay. Auf jeden was Fall. Ist mit den Eulen? Was Eulen? Sie haben doch gerade Eule gesagt. Oh, nein, da haben Sie nicht verhört. Ach so. In Ordnung. Wann kommt okay, die Kohle denn? Also im Monat Juli, August und September. Also 138 Euro bekommen Sie von uns sicher, egal was passiert. 138? Was ist das für eine komische Zahl? Weil der Einsatz liegt bei 69 Euro. Sie spielen mit einer doppelten Geld-Zurück-Garantie. Auch wenn Sie nicht gewinnen, bei diesen 900 Tipps, Sie bekommen 900 vorgeführte Lottoscheine. Aber im Falle, dass Sie nichts gewinnen, wenn der Gewinn unter 138 Euro liegt, bekommen Sie 138 Euro von uns. Also 69 der Einsatz. Auch wenn Sie nichts gewinnen, bekommen Sie den Einsatz immer verdoppelt und zurückerstattet. Also 138 Euro bekommen Sie von uns sicher, egal was passiert. Das ist ja interessant also, bei Ihnen. Und bis Monat Juli haben Sie Zeit zu entscheiden, ob Sie mitmachen möchten oder nicht. Also neben diesen 900 Tipps, die Sie von uns bekommen, haben Sie auch die Möglichkeit, Ihren eigenen Tipp durchzugeben. Dann sagen Sie mir bitte 6 Zahlen zwischen 1 und 49, bitte. Wissen Sie, wann Kim Jong-un Geburtstag hat? Wann er Geburtstag hat? Ja. Keine Ahnung. Aber die rechnen ja auch in einer ganz anderen Zeit als wir, ne? Also dann nehmen wir einfach mal die 69. Also von 1 bis 49, 6 Zahlen dazwischen. Ach so, ja, also dann, ja, dann nehmen wir die 1. Okay. Die 49. 49, noch 4 Zahlen. Ja, dann noch die 1. Mhm. Und die 7. 7, die wird 7, okay. Ja, am besten die 1, würde ich sagen, nehmen wir mit rein. Also die 1 hatten wir schon. Also ach so. Keine Doppelten. Ja, dann nehmen wir die 33, die 11. Okay, und das, noch und, eine. Und die 7, das ist meine Glückszahl. In Ordnung. Also 7 auf jeden Fall. Okay. Das sind auf jeden Fall Ihr persönlicher Glückstipp. Also können Sie mir die Zahlen nochmal sagen? Ich muss mir das ja aufschreiben. Ja, haben Sie einen Kuli dabei? Was habe ich dabei, einen Kollegen? Ich bin alleine zu Hause. Okay, okay. Okay, soll ich jetzt vorlesen oder? Ja, bitte. Okay. Okay, okay. Also die Zahlen wären dann 1. Ja. 49. Ja.
3, 7. Ja. 33 und ja. 11. Alles klar, das hört sich gut an. In Ordnung. Und sagen Sie bitte, also sagen Sie bitte, wissen Sie, wo Sie die Ziehungen mitverfolgen können oder soll ich Ihnen das nochmal sagen? Na, das ist ja im Fernsehen, ne? Bei ARD und ZDF. Online können Sie das mitverfolgen unter der Seite lottozahlen.de oder einfach nur unter lotto.de jeden Dienstag zum Mittwoch. Aber das wird auch im Schreiben drin stehen. Ja, aber das kommt doch auch im Fernsehen, oder? Ja, und auch unter ARD auch, ja. Ja, ja, ARD und ZDF, ne? Das ist ja. Das sind ja unsere Propagandasender, bringen das ja auch. Wie sagt man das? Ja, ja. Freiheit für alle GEZ-Häftlinge. Ja, Demokratieabgabe, sagt ja, lieber Herr, die grüne Politikerin. Ja, ja, aber hat Putin auch, ne? Putin nennt das auch so. Demokratieabgabe. Ja, ja. Zwangsgebühren bezahlen. Nee, nee. Eine Sauerei ist das. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ja. Und sagen Sie bitte, im Falle eines größeren Gewinnes, möchten Sie, dass Ihr Name von unserer Seite veröffentlicht wird oder sollte er anonym bleiben? Oh Gott, wäre schön, wenn wir da einen Künstlernamen da nehmen können. Ich schreibe Bücher, dass da nicht mein richtiger Name steht. Leider nicht. Also, der richtige Name oder anonym? Oder Sie haben diese zwei Optionen. Na, ist ja, ob da jetzt Heinrich Hinterotter oder ein anderer Name steht, ist doch egal, oder nicht? Per Gesetz ist das verboten. Ich kann auf keine falschen Namen da veröffentlichen. Also, Ihr Name oder der, wenn Sie. Der Name steht ja, der Name steht ja im Ausweis als Künstlername. Das kann man da ja eintragen lassen. Das ist ja schon ein offizieller Name von mir. Soll ich Ihnen das. Nee, das Hinterotter. Ist. Ja, das ist mein bürgerlicher Name. Aber ich habe ja auch noch einen Künstlernamen. Dass ich Ihnen den einmal übergebe. Ja, sagen Sie mir, wie lautet Ihr Künstlername? Eunuch, okay. Im Neoprenanzug. Neoprenanzug. Ich mach so Videos über Wassergymnastik. Okay, das schauen Sie gerne an, okay. Ja, ja, ich mag Wassergymnastik sehr, mit großen Wassertieren, ne? In Ordnung. Also auf jeden Fall, und sagen Sie bitte, was die Gewinnauszahlung angeht, möchten Sie alle Ihre Gewinne nach jeder Ziehung ausbezahlt haben oder am Ende des Monats? Also wann möchten Sie Geld haben, nach jeder Ziehung oder am Ende des Monats? Oh, einmal gesammelt, weil ich muss da ja auch Buch führen drüber, ne? Da ist das nicht so aufwendig. Also, dann Ende des Monats. Gibt es da eine Gesamtrechnung? Ja, da bekommen Sie Ende des, wenn Sie sagen Ende des Monats, dann bekommen Sie alles auf einmal. Wird das denn dann nach Einzelgewinn aufgeschlüsselt oder kommt da einfach eine Gesamtsumme? Weil ich brauche das ja dann auch für die Steuererklärung. Ja, Sie bekommen das also alles zusammengerechnet. Ist das denn steuerfrei bei Ihnen? 69 Euro ist steuerfrei, ja. Und bekommen den Einsatz immer verdoppelt und zurückgestellt. Also wenn ich jetzt was gewinne, ist das dann steuerfrei? Ja, ja. Also Sie zahlen keine Steuern bei diesen 69 Euro. Sie zahlen nur Steuern, wenn Sie über 190 Euro zahlen. Also nee, wenn ich jetzt was gewinne, meine ich. Wenn ich jetzt die Millionen gewinne, muss ich da dann was bezahlen für? Ja, da zahlen Sie ja eine Steuer, ja. Schade. Aber gehe ich davon, wie hohen. Aber wenn Sie 138 Euro bekommen, was Sie zu 100% mindestens bekommen, da zahlen Sie keine Steuer. Okay? Ach so. Okay, in Ordnung. Und also, damit das Haus so schriftlich vorbereiten kann, habe ich hier stehen, Ihr Vorname Heinrich, Nachname Hinterotter, von der Straße Verdunstraße, Hausnummer 88a, Postleitzahl 28211, Ort Bremen. Genau, in Bremen. Ja, wie lautet Ihr Geburtsdatum, damit Sie wissen können, ob Sie volljährig sind? Ha, höre ich mich so jung an, vielen Dank. Ja. Ja, das ist der 8. Mai 67. 67, genau. Ja. Also, volljährig sind Sie nicht, okay. Nee, also, nee. Sind Sie auf jeden Fall, meine ich. 67, in Ordnung. Und sagen Sie bitte, welcher Bank Sie direkt sind, mit der Bank denn zusammenarbeiten, wo man die Gewinne entlaufen? Ne, am liebsten können Sie mir, ich bin ja sehr modern, ich habe ja im Prinzip ganz viel Bitcoin und Dogecoin, da können wir das gerne direkt verrechnen, da sparen wir uns die CO2-Gebühren bei der Bank.
Ja, das brauchen wir jetzt nur, damit sie wissen, wo wir die Gewinne auszahlen können. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, Dann bekommen wir das schriftlich. soll ich Ihnen meine Bitcoin-Wallet geben? Nicht die Bitcoin-Wallet, also wir Doch, brauchen doch. die. PayPal ist auch in Ordnung. Also PayPal geht Ihnen. Das muss also IBAN oder Kontonummer. Aber können wir das nicht per PayPal machen? Nein, leider nicht. Weil das ist Tut ja mir für die leid. Kripo dann einfacher. Für die was? Für die Kripo. Wie meinen Sie das für die Kripo? Naja, zum Nachvollziehen, wo sie herkommen und so. Herr Heinrich, ich habe mir das Recht, dass Sie mich jetzt nicht so ernst nehmen. Haben Sie, dass Sie Natürlich jetzt nehme ich so. Sie nicht ernst. Sie sind ein dreckiger Telefonbetrüger, der den Leuten Lotto-Abo andrehen will. Genau. Und Sie sind gerade live im Internet, da hören 12.000 Leute gerade zu. Sie sind live im Radio. Also, wenn Sie nicht interessiert sind, dann löschen wir alle Ihre Daten und das war's, okay? Sie sind live im Radio. Möchten Sie Hier werden jemanden Sie sogar nicht grüßen? gezwungen, wenn Sie mitmachen möchten. Mich machen Sie mit, wenn nicht, dann nicht, Möchten okay? Sie jemanden Ciao. grüßen? Hallo? Ja? Möchten Sie jemanden grüßen? Hören vielleicht Ihre Eltern zu? Sind die stolz darauf, dass Sie Leute abzocken? Hallo? Jetzt hört man die ganzen Gespräche im Hintergrund. Das ist auch immer interessant. Ja. Wie lange machen Sie das schon? Da können wir jetzt ja auch gleich ein kleines Interview machen. Aha. Ja, hier ist Radio Bremen. Sie sind live auf Sendung. Okay. Möchten Sie sich nicht äußern? Sie haben das jetzt ja die Möglichkeit, eine Gegendarstellung einzubringen. Dann machen wir es andersrum. Ich stelle Fragen und Sie antworten. Wie viele Leute verarschen Sie jeden Tag? Okay. Okay, die Frage war schon zu schwierig. Wie lange machen Sie das schon? Ja. Hallo? Ja, Heinrich. Ja, this is Rakesh from Radio Istanbul. How are you doing today? Also, immer zu machen ist optional. Wenn Sie es nicht möchten, dann löschen wir Ihre Daten. Das war's, okay? Können wir ein Ciao, Interview ciao. machen, mein Bruder? Komm, wir sind doch beide aus dem Geländer. Wir müssen zusammenhalten, wir sind jetzt in Deutschland. Bandshot. Ich verstehe den Witz nicht, also jetzt auf ein. Da gibt's gar keinen Witz, Blatt. Du verarschst Leute am Telefon, nimmst denen das Geld weg. Und wir verarschen dich, Nein, während du hier das mit. machst. Ah, diese Mistkröten. Wenn das nicht so eine seltene, in Anführungszeichen, Masche wäre, die bei mir noch ankommt, hätte ich mir den Typen ja gar nicht angetan. Aber immerhin kein Bitcoin. Und schön Zeit geklaut, fast 20 Minuten, sehr schön. In seinem Tempo haut er in der Zeit wahrscheinlich drei alte Leute durch.